Wir kommen auch gleich zu unserem nächsten Forum, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der digitale Transformationsprozess von Gesellschaft und Wirtschaft stellt selbstverständlich auch die IT-Sicherheit vor enorme Herausforderungen. Ja, und wie diese Mammutaufgabe nun angegangen werden kann und wer hier eigentlich in der Verantwortung steht, das diskutiere ich jetzt mit den Teilnehmern des nächsten Plenums. Und dazu begrüße ich ganz herzlich den Bundesminister des Innern, Dr. Thomas de Maizière. Kommen Sie gerne zu uns. Hallo, Herr Minister. Ich begrüße ganz herzlich den Chefredakteur für digitale Medien bei der FAZ, Matthias Müller von Blumenkron. Wo haben wir ihn? Da drüben. Hallo, ein herzliches Willkommen. Ich begrüße den Sprecher des CCC, des Chaos Computer Clubs, Frank Rieger. Auch von da drüben. Hallo, herzlich willkommen. Und ich begrüße den Vorsitzenden der Geschäftsführung von Giesecke und Devrient und das ist Dr. Walter Schlebusch. Herzlich willkommen. Hallo, ich grüße Sie. Ja, und bevor wir jetzt auch hier gleich in das Gespräch einsteigen, geben wir Ihnen nochmal ein paar Bilder von der Plattformarbeit mit auf den Weg. Bitte schön. Die Digitalisierung durchdringt unsere Gesellschaft und die Nutzung informationstechnischer Systeme und des Internets schreiten unaufhörlich voran. Das bietet neue Chancen, schafft Freiräume und ermöglicht Synergien. Das Netz beeinflusst unser gesamtes öffentliches und privates Leben. Über Branchengrenzen hinweg sind mehr als die Hälfte aller Unternehmen in Deutschland vom Internet abhängig. Industrieanlagen und Infrastrukturen werden digital gesteuert und überwacht. Unser Zuhause wird smarter durch digitale Technologien. In gleichem Maße stellt die wachsende Abhängigkeit von IT-Systemen und IT-Prozessen Staat, Wirtschaft und Bürger vor Herausforderungen, die nur gemeinsam zu bewältigen sind. Die Digitalisierung, das Internet hat unsere Welt verändert und wird es weiter tun. Wir brauchen dafür aber neben Technik, brauchen wir Sicherheit, Schutz und Vertrauen in die Kommunikation und in die Teilnehmer am Internet. Der Staat kann für Rahmenbedingungen sorgen, aber er kann nur erfolgreich sein, wenn es gemeinsam mit der Wirtschaft und den Nutzern geschieht. Der IT-Gipfelprozess ist die beste Plattform, das in Deutschland zu organisieren und das tun wir gemeinsam. Auch im IT-Gipfelprozess ist Cybersicherheit ein Kernthema. Die Plattform Sicherheit, Schutz und Vertrauen für Gesellschaft und Wirtschaft widmet sich den zentralen Fragestellungen, die sich aus dem Digitalisierungsprozess ergeben. Wir wollen der Wirtschaft dabei helfen, dass ihre Geschäftsdaten und ihre Erfindungen, alles, was sie brauchen für ihren wirtschaftlichen Erfolg, ebenfalls geschützt bleibt. Wir haben das IT-Sicherheitsgesetz geschaffen und wir etablieren eine neue Form der Zusammenarbeit durch Standardisierung, durch Zertifizierung der Produkte, sodass Schritt für Schritt die Kommunikation im Internet sicherer wird, vertrauenswürdiger und für alle besser. Mit dem Grad der Digitalisierung wachsen auch unsere Anforderungen an die IT-Sicherheit. Wir müssen uns auf unsere Anwendungen der Zukunft verlassen und ihnen vertrauen können. IT-Sicherheit ist ein Querschnittsthema, das viele wirtschaftliche und gesellschaftliche Bereiche miteinander vereint. Wir müssen immer einen Schritt voraus sein. Sicher ist, je mehr IT entwickelt wird, desto leichter ist es für den Angreifer anzugreifen. Aber natürlich, desto bessere Instrumente haben wir auch auf der anderen Seite, uns zu wehren. Zu glauben, dass es eine absolute Sicherheit gibt, ist eine Illusion. Aber wir müssen so viel Sicherheit wie möglich schaffen. Sicherheit, Schutz und Vertrauen, das ist das erste Stichwort. Herr Minister, Sie haben an mehreren Stellen geäußert, dass Ihnen die Sorglosigkeit, mit der sowohl Privatanwender, aber auch die großen Anwender, das heißt die großen Unternehmen, öffentliche Institutionen, die wichtigen Institutionen, die für die Infrastruktur wichtig sind, zu sorglos mit diesem Thema umgehen. Und das wiederum besorgt Sie. Warum ist das so? Wie meinen Sie das? Ja, weil die Angebote so attraktiv sind. Wenn Sie Umfragen sehen, dann sagen alle, ich vertraue meinem Provider nicht, ich vertraue dem Anbieter nicht, ich vertraue dem Staat nicht, aber ich ändere mein Verhalten nicht. Und ehrlich gesagt, das nenne ich sorglos.
Und deswegen können wir noch so gut sein mit all dem, was wir tun und besprechen werden und besprochen haben, wenn nicht das Nutzerverhalten so ist. Lassen Sie mich so ein Beispiel sagen. Sie können ein sicheres Auto haben mit Airbag. Sie können sich anschnallen. Sie können sich an die Verkehrsregeln halten. Wenn Sie aber trotzdem sorglos fahren, dann produzieren Sie einen Unfall. Und deswegen brauchen wir diese Sorgfalt im Umgang mit dem Internet. Ich bin ja dafür, dass man das Zivilrecht stärker betrachtet, das als Sorglosigkeit im Umgang auch von Unternehmen gegenüber dem Anbieter auch gegebenenfalls Produkthaftung und anderes auslöst, sodass wir dann mit gegenseitigen Schadensersatzansprüchen und möglicherweise Versicherungslösungen auch der digitalen Sorglosigkeit abhelfen. Dr. Schlebusch, diese Sorglosigkeit ist ja nicht nur bei Privatanwendern zu finden, sondern zum Teil eben auch in Unternehmen. Wir haben heute Morgen über das Thema Industrie 4.0 gesprochen. Wie kann man denn hier eine IT-Sicherheitsarchitektur schaffen, die dann auch tatsächlich den Ansprüchen standhält und sowohl Gesellschaft und auch den Unternehmen ein Maximum an Sicherheit gewährleistet? Als erstes muss man natürlich sagen, es gibt nicht den großen Wurf. Wir könnten heute nicht hier rausgehen und sagen, wir machen jetzt das und das und das und in 1, 2, 3 oder vielleicht auch erst in 5 Jahren haben wir die komplette Sicherheit. In den Industrieunternehmen gibt es IT jetzt schon. Es wird IT dazugekauft. Das ist nicht in einem Wurf als Standard dann eben zu abzusichern, sondern es muss eben tatsächlich an den einzelnen Teilen, beispielsweise ist da auch ausländische Technologie dabei, muss gearbeitet werden, um ein sicheres System zu bekommen. Ich glaube, Herr Rieger hat das Bild mal gebracht von der Druckwasserleitung. Da spritzt es an der einen oder anderen Stelle, spritzt es durch kleine Lecks raus. Was wir auf jeden Fall machen müssen, wir müssen sehen, dass wir diese Lecks so schnell wie möglich stopfen oder so reparieren, dass sie nicht weiter wachsen. Und wir müssen dann eben weitergehen und unsere Sicherheitsarchitektur verbessern. Eine 100-prozentige Lösung, diesen Königsweg, gibt es leider nicht. Und wenn wir ja über große industrielle Anlagen sprechen, wir haben eben eine Raffinerie gesehen, dann denken wir, naja, in dem System muss ja sowieso schon sehr viel Sicherheit drin sein. Aber denken Sie heute an Vernetzung. Heute schicken Sie einen Servicetechniker raus, der nimmt sein Tablet mit und dieses Tablet wird gehackt. Also Sie müssen auch die empfindlichste Stelle absichern. Also eine große Aufgabe. Frank Rieger, reicht es denn hier nur Sicherheitslücken zu stopfen oder müssen wir noch viel früher ansetzen? Also ich denke, wir müssen grundsätzlich beim Problem von schlechter Software ansetzen, die liegt ja im Kern von dem, was wir Sicherheitsprobleme nennen. Und das fängt halt in den Universitäten an, in der Ausbildung. Wir müssen also daran gehen, dass wir sicheres Programmieren in den normalen Ausbildungszyklus mit aufnehmen, und zwar verpflichtend. Wir brauchen, wie der Minister schon richtig sagte, Haftungsregulierungen, die also ein monetäres Incentive schaffen, um Sicherheitslücken schnell zu schließen. Und wir brauchen Wege, um die Innovationen, die wir in den deutschen Universitäten haben, sichere Compiler, sichere Betriebssysteme, schnellstmöglich in die Industrie zu kriegen. Also analog zu dem, was ja mit der Agenda für Ende-zu-Ende-Verschlüsselung beschlossen wurde, brauchen wir genau dasselbe für sichere Software, weil dann haben wir auch einen wirklichen Standortvorteil in Deutschland. Ja, und damit haben Sie auch gerade eben schon das Thema Abwehr angesprochen. Man hat kürzlich, konnte man aus dem Bundesverteidigungsministerium hören, dass auch in die Cyber-Offensive investiert werden soll. Sie haben das scharf kritisiert und haben gesagt, nein, es müsste im Grunde genommen der gesamte Etat in die Abwehr gehen. Warum ist das so? Warum bringt der Angriff nichts aus Ihrer Sicht? Der Angriff bringt genau deswegen nichts, weil wir nicht wissen, wer uns angreift. Was auch immer wir an Fantasien darüber haben zu sagen, es waren die Russen, die Chinesen oder wer auch immer, können wir tatsächlich am Ende nicht sagen, wir haben keine Attribution im digitalen Raum. Das heißt, wir sind kaum in der Lage zu sagen, von dort kommt ein Angriff und wir schlagen zurück und treffen den richtigen. Würden Sie denn eine Rückverfolgung schon als Angriff bezeichnen? Ich bin nicht ganz sicher, ob wir die klassische Abgrenzung zwischen Angriff und Abwehr hier noch gelten lassen können. Ja, natürlich nicht, aber deswegen gilt eben auch die klassische Methode der Abschreckung nicht, die man sagt, okay, wir bauen Angriffsmittel auf, um einen Gegner abzuschrecken. Aber Rückverfolgung ginge, wäre kein Angriff. Hätten Sie keine Bedenken? Naja, es hängt natürlich davon ab, ob Sie dazu in der Lage sind in einem weltweiten Netz. In der Regel sind Sie es halt nicht. Also das ist halt das Problem. Und deswegen, was wir da gerade haben, ist, dass insbesondere im angelsächsischen Raum sehr viel Geld investiert wird in Angriffsmittel, die
am Ende nur dazu dienen, halt zu sagen, okay, wir können in beliebige Systeme eindringen. Das ist keine Neuigkeit. Na, wenn Symantec, der größte Antivirusanbieter der Welt, sagt, wir sehen nur 50% der Trojaner, die anderen sehen wir nicht, dann wissen wir, dass die IT-Security gerade eigentlich die weiße Flagge schwenkt. Das heißt, mehr Angriffswerkzeuge zu bauen, ist jetzt keine große Kunst und hilft uns auch nicht wirklich weiter. Was uns wirklich weiterbringt, ist ein langfristiges Programm, IT-Security so weit voranzubringen, dass wir in 10 Jahren vielleicht sagen können, okay, wir können diesen System vielleicht mal ein bisschen vertrauen. Welche Position muss denn die Politik hier einnehmen? Wie kann die Politik diesen Prozess zu mehr IT-Sicherheit unterstützen? Was muss da gemacht werden? Also aus meiner Sicht ist die Aufgabe des Staates halt zu erkennen, dass es sich um eine große Aufgabe handelt. Ich denke, da sind wir auf dem richtigen Weg. Zum anderen ist es aber auch so, dass man Geld in die Hand nehmen muss, um Dinge voranzubringen, wo die Industrie von sich aus gerade nicht möchte, weil es einfach teurer ist und langsamer ist. Nehmen wir zum Beispiel das Beispiel Internet of Things oder Industrie 4.0. Da sind wir gerade in der Situation, dass wir auf der Basis der heutigen Systeme Industrie 4.0 basteln. Wir steuern Roboter von iPads, was ich einfach für unverantwortlich halte beim jetzigen Status der IT-Security. Und dazu sagen, okay, wir brauchen Haftungsregelungen, wir brauchen Verpflichtungen, wir brauchen aber auch Förderung dafür, sichere Technologien da reinzubringen und beschließen, wir gehen vielleicht einen Schritt langsamer, nur einen kleinen Schritt langsamer, aber dafür ist IT-Security in Deutschland so hoch priorisiert, dass die Produkte, die wir da entwickeln in IoT und Industrie 4.0 eben auch genau diesen Ruf haben, nämlich sicher zu sein und einem nicht um die Ohren zu fliegen. Herr Müller von Blumenkron, um das Thema Digitalisierung in den verschiedenen Bereichen, zum Beispiel auch Industrie 4.0, weiter voranzutreiben, brauchen wir natürlich auch den Rückhalt aus der Bevölkerung, aus der Gesellschaft. Dieser Rückhalt ist nun, oder dieses Vertrauen in das Internet und in die Vernetzung als Folge dessen wurde ja oftmals erschüttert. Wir reden da zum Beispiel von Staaten, die andere abhören oder die auch den Privaten abhören. Manchmal gibt es auch Fälle untereinander, das heißt Hacker greifen an. Herr Rieger macht das nicht mehr, aber das hat er vielleicht früher mal getan. Wie kriegen wir denn dieses Vertrauen nun eigentlich wieder zurück? Sie haben mal etwas von der Offensive der Vernunft im Digitalen gesagt. Was meinen Sie damit? Naja, also wir haben, das merken wir hier bei dem Gipfel, eine wunderbare positive Atmosphäre, was die weitere Entwicklung, was die Zukunft der Digitalisierung auch von Deutschland aus angeht. Wir haben auf der anderen Seite eine starke Verunsicherung bei den Nutzern. Nutzer wissen zu wenig, was mit ihrer digitalen Persönlichkeit im Netz passiert. Wir haben bisher eine Debatte gehabt, die kann man eigentlich einteilen in vor Snowden und nach Snowden. Und die Nach-Snowden-Debatte war eigentlich sehr stark darauf fokussiert, mehr Transparenz, mehr Datenschutz, mehr Zurückhaltung auch der staatlichen Dienststellen, vor allen Dingen aber mehr Transparenz zu schaffen. Jetzt werden wir eine neue Debatte bekommen und die wird sich orientieren an Paris. Wir haben eine Debattensituation vor Paris gehabt und wir haben jetzt eine Debattensituation nach Paris. Nach Paris wird die Debattensituation, das merken wir in diesen Tagen, sehr stark von dem Wunsch der Menschen nach mehr Sicherheit geprägt sein. Und wir müssen wahnsinnig aufpassen, dass wir jetzt nicht etwas unternehmen, was vielleicht auf den ersten Blick mehr Sicherheit verspricht und auf der anderen Seite aber im Ernst für mehr Unsicherheit. Eine Diskussion, das war gestern auch schon Thema, ist Verschlüsselung. Wir haben ein starkes Plädoyer aus angelsächsischen und auch französischen Geheimdienstkreisen, Verschlüsselung zu knacken. Verschlüsselung auf der anderen Seite ist etwas, was unbedingte Sicherheit, also was nötig ist, sagen Sie, Bankverkehr, Ähnliches, ja, persönlicher Austausch. Man will absolute Sicherheit haben und man will nicht, dass nicht nur ein Staat dort nicht eingreifen kann, sondern man will auch, dass keine Kriminellen dort eingreifen können. Ja? Also wir müssen mit solchen Themen extrem vorsichtig sein und jetzt aufpassen, dass wir nicht in den nächsten Tagen oder Wochen Vorschriften verabschieden beziehungsweise uns auf Wege begeben, die uns langfristig sehr, sehr schaden werden. Ja, dann haben wir, glaube ich, im Laufe des Tages schon gemerkt und auch gestern im Rahmen der Diskussionen, im Rahmen der Plattformzusammenarbeit und auch der plattformübergreifenden Zusammenarbeit, dass offenbar hier alle Akteure zusammenwirken müssen. Könnte man sich dann zum Beispiel auch vorstellen, dass der CCC, der Chaos Computer Club, beispielsweise auch mit dem Staat, also der Regierung, im Krisenfalle zusammenarbeitet? Naja, der Chaos Computer Club ist eine Organisation von rein Freiwilligen. Das heißt, unsere Mitglieder machen nur genau das, worauf sie Lust haben. Das ist auch unsere Stärke. Könnte ja ein spannendes Feld sein. Aber auch durchaus eine Schwäche. Ja.
Was in der konkreten Situation der Einzelne tut, kann ich nicht vorhersagen, können wir auch nicht bestimmen. Was wir gerne tun, ist natürlich auf der strategischen Ebene zusammenzuarbeiten, zu entwickeln zum Beispiel, wie schafft man es, einen Prozess mit der Community zu gestalten, um festzustellen, was ist denn der Stand der Dinge bei IT-Security? Was sind denn die Minimalstandards, die man zum Beispiel als Grundlage einer Versicherungslösung setzen sollte? So, da sind wir gerne bereit, auch zusammenzuarbeiten, zu kooperieren. Fügen Sie gerne. Ich glaube, dass wir keinen anderen Weg gehen können. Wir müssen auf dieser breiten Basis zusammenarbeiten, weil es ein Hochgesellschaft, also das Tarieren der Felder Sicherheit und Datenschutz, Sicherheit, Schutz der Persönlichkeit, diese Antipoden, das ist ein wahnsinnig grundsätzliches Feld und das können wir nur so lösen, indem wir es auf eine breite Basis, indem wir es zumindest auf breiter Basis diskutieren und auf der anderen Seite die Leute wirklich mit einbeziehen, die sich richtig auskennen. Denn wie wir alle wissen, ist die Entwicklung wahnsinnig schnell und nicht jeder ist am letzten Ende der Erkenntnis. Der Staat und der Chaos Computer Club haben ja manches Sträußchen ausgefochten. Und deswegen finde ich schon mal eine gute Geschichte, dass Sie hier sind und mit uns diskutieren. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Es gibt sicher Bereiche als Staat, da werden wir Sie nie reingucken lassen. Und es gibt Bereiche, da arbeiten Sie so, dass wir da nicht reingucken dürfen. Das ist so. Aber, ich meine, wenn wir eine große Flut haben, dann gibt es Tausende von Bürgern, die schleppen Sandsäcke. Und es gibt einige, die organisieren, dass freiwillige Sandsäcke schleppen. So, von daher ist die Frage, wenn wir eine wirklich schwierige, große IT-Krisenlage hätten, ob nicht Ihre freiwilligen Helfer, durch Sie organisiert, auch einen Beitrag zur Lösung der Probleme leisten könnten. Und da bräuchte ich dann mal eine Krisennummer von Ihnen, um da anzurufen. Gut, also wie schon gesagt, wir sind... Also ganz konkret bei der jetzigen Situation, ich weigere mich ja das Krise zu nennen, die wir mit den Flüchtlingen haben, da helfen wir jetzt schon. Also da sind wir in den Flüchtlingsheimen, da bringen wir Internet dahin, da versuchen wir halt irgendwie zu tun, was nötig ist. Also wie immer ist es halt so, dass insbesondere Leute, die sich freiwillig engagieren, riechen halt auch natürlich die Felder, wo es gerade notwendig ist und wo halt gerade was getan werden muss. Und da sind wir auch irgendwie intensiv aktiv und natürlich reden wir da immer gerne mit Ihnen darüber, wie es vorangeht und was irgendwie die Probleme sind. Herr Schlebusch, Sie wollten gerade noch etwas hinzufügen. Es gibt ja auch durchaus Beispiele zwischen Industrie und Hackern. Die Zusammenarbeit in den USA beispielsweise, dass eine Autofirma, eine sehr moderne Autofirma, Sie fragt, hacken Sie mal unser Auto. Das macht ja auch Spaß, denke ich mir. Und wahrscheinlich müssen wir dann diesen Spaß kreieren, unter geschützten Randbedingungen bitte, auch Angriffe auf andere Themen zu fahren, damit wir daraus wieder lernen. Denn wir brauchen ja diese Erfahrung. Ich meine, gesellschaftlich ist doch sehr interessant, was jetzt als Randbemerkung in der Zeitung stand, dass ein Hacker eben gesagt hat, er greift jetzt die IS an. Eine gesellschaftliche Verantwortung, glaube ich, ist auch in diesen Kreisen natürlich vorhanden. Und ich glaube, es muss auch Spaß machen, an der richtigen Stelle mitzuhelfen, diese Unsicherheit zu beheben. Ja gut, wir müssen da klar unterscheiden zwischen, sagen wir mal, mithelfen, kommerzielle Produkte sicher zu machen. Dafür gibt es viele gute Unternehmen in diesem Land, wo auch eine Menge unserer Mitglieder arbeiten. Das ist halt eine kommerzielle Dienstleistung, IT-Security-Untersuchungen durchzuführen. Gut, ich denke, die konkreten Verhandlungen, genau. Zusammenarbeit, das können wir ja noch ein bisschen zurückstellen, aber wir halten zumindest einmal fest, dass das denkbar ist. Ich denke, für Sie, Herr Minister, ist das auch ein gangbarer Weg. Das hatten Sie. Aber er kriegt eine Einladung bald mal zum Gespräch. Das ist doch mal etwas. Das ist ein konkretes Ergebnis aus einem dieser Forum. Herr Müller von Blumenkohl, ich möchte an dieser Stelle jetzt noch ein ganz anderes Spannungsfeld ansprechen in den letzten Minuten, die uns für diese Diskussionsrunde zur Verfügung stehen. Und zwar ist das die Spannung zwischen Privatheit auf der einen Seite und Überwachung durch den Staat. Wir machen also eine große Zäsur. Ich denke, wir alle gemeinsam sind uns darüber einig, dass der Internet kein rechtfreier Raum ist, so wie das am Anfang wohl angenommen wurde. Jeder durfte machen und darf sich so weit verstecken, wie das nur irgendwie geht, sondern der Staat überwacht auch. Auf der anderen Seite hat natürlich auch der Bürger oder die Bürgerin das Anrecht darauf, dass beispielsweise eine E-Mail privat bleibt. Das heißt also für mich und für den Empfänger bestimmt. Wie kann man dieses Spannungsverhältnis auflösen? Wir haben das ja schon andiskutiert eben. Zum einen, indem wir innerhalb des Landes die entsprechenden Gruppen zusammenbringen und dieses Problem und versuchen bei diesem Problem einen vernünftigen und klugen Mittelweg zu finden. Das Zweite ist, wir können das aber nicht nur auf nationaler Ebene lösen. Und das ist etwas, was mir im Moment Sorge bereitet, dass wir eine Fragmentierung vor allen Dingen auch innerhalb der westlichen Wertegemeinschaft erleben. Wir haben einige Entscheidungen, ich nenne nur die Safe Harbor-Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof, die quasi impliziert, dass alles, was auf der anderen Seite des Atlantiks entsteht, im Prinzip Mechanismen sind, um entweder
große Konzerne fett zu machen, ja, die verdienen auch richtig viel Geld. Oder um der NSA neue Daten zuzuführen, ja, in der Tat kriegen die viele neue Daten. Aber ehrlich gesagt, wenn wir uns angucken, welche Geheimdienstgesetze in den letzten Monaten in Europa verabschiedet wurden, Frankreich oder was kurz bevorsteht, England, dann sind dort Eingriffsmöglichkeiten vorgesehen, die denen der Amerikaner überhaupt nicht nachstehen. Mhm. Das heißt, ich frage mich, wo sind denn meine Daten eigentlich am Ende sicherer? Und wenn wir anfangen, das auf nationaler Ebene oder gar mit Hilfe des Europäischen Gerichtshofs zu entscheiden, dann, der ja nur über Europa entscheiden kann, dann kriegen wir langfristig ein sehr großes Problem. Ist das ein Plädoyer für ein renoviertes Safe Harbor? Da wäre ich einverstanden. Das kann ein Weg sein. Es muss auf jeden Fall eine Verabredung zwischen den beiden großen Blöcken der westlichen Welt geben. Denn wir sind uns wertemäßig näher als andere Länder auf dieser Welt. Und ich arbeite lieber mit einem amerikanischen Unternehmen zusammen, beziehungsweise gebe mich einem amerikanischen Unternehmen hin, als einem indischen oder gar einem chinesischen. Aber dazu müssen volle Zustimmung. Da müssten die Verhandlungen aber auf Augenhöhe stattfinden. Das heißt, die Amerikaner müssten auch sagen, okay, wir lassen euch da reingucken, was unsere Behörden mit euren Daten tun. Und bisher kann ich da keine Bewegung erkennen. Ja, aber selbst die deutschen Dienste sind da sehr zurückhaltend, wie wir wissen. Und wir haben große, große Mühe, an diesem Punkt dahin zu kommen, wo wir wollen. Herr Minister, wir haben leider noch wenige Sekunden Zeit für dieses Forum. Was glauben Sie denn, wo wir beim Thema IT-Sicherheit beim nächsten Gipfel stehen? Glauben Sie, dass wir immer noch über die gleichen Punkte sprechen oder glauben Sie, dass wir einen erheblichen Schritt weiter sind? Ja, das ist ein ständiger Prozess. Wir werden weiterkommen, aber wir werden ähnliche Fragen wieder diskutieren mit neuen Technologien. Ich wünsche mir, dass wir bei dem Thema Industrie 4.0, dass wir da Sicherheit nicht als störenden Aufsatz diskutieren, der später irgendwie draufkommt und die Kosten irgendwie hochtreibt, sondern dass wir Sicherheit, gerade auch im Sinne von Safety, von Anfang an mitplanen, mitbedenken und die Dinge so sicher betreiben, dass daraus auch ein Standortvorteil für Deutschland wird. Bei Smart Meter haben wir das mit dem BSI ganz gut hingekriegt. Bei anderen Fällen sollten wir das auch tun. Also Sicherheit im Betrieb als Voraussetzung für erfolgreiche industrielle Entwicklung im digitalen Zeitalter als Standortvorteil. Das würde ich mir wünschen. Hervorragend. Ja, das Thema IT-Sicherheit wird uns also noch auf lange Sicht sowohl auf gesellschaftlicher als auch auf industrieller Ebene beschäftigen. An dieser Stelle danke ich Ihnen allen ganz herzlich für die offenen Worte. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Und wir müssen jetzt sehr pünktlich Schluss machen mit dieser Runde, denn in wenigen Minuten wird auch die Kanzlerin erwartet. Und wir alle gemeinsam machen jetzt erstmal eine große Pause, nämlich bis um 14.45 Uhr. Und dann sehen wir uns hier wieder mit den Ansprachen von Bitkom-Präsidenten Thorsten Dürks und natürlich auch der Bundeskanzlerin. Also, guten Appetit. Danke. Thank you.